Die Abiturprüfungen finden nun relativ kurzfristig geklärt doch statt. Was gibt es für die Prüflinge zu beachten? Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederik. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und heute geht es um das Thema Abiturprüfungen, aber auch generell, wenn man zurzeit Prüfungen hat, was sollte man da beachten? Also auch zum Beispiel Prüfungen an der Universität. Und zunächst einmal habe ich mich etwas geärgert, weil ich es eine Zumutung fand, wie lange doch die Prüflinge im Unklaren gehalten wurden. Das betrifft sowohl diejenigen, die ein Interesse daran haben, die Prüfung zu schreiben, weil sie sich eben entsprechend vorbereitet haben, als auch die, die sagen, ich hätte es lieber gerne, wenn ich wieder etwas bessere Nerven habe. Und jetzt ist es nun aber so, dass die Prüfungen stattfinden. Wie gesagt, es wäre auch sicherlich ein Problem gewesen, wenn man sie gar nicht hätte stattfinden lassen. Aber andererseits kann man das auch mal ein bisschen schneller klären. Ja? Und da sind die Schulverwaltungen hier wirklich nicht mit, haben sich da nicht mit Ruhm bekleckert, so nach meiner Wahrnehmung. Möglicherweise, ich schreibe nun gerade kein Abitur, haben auch die Schüler da etwas mehr Informationen bekommen und sehen das gar nicht ganz so kritisch. Aber ich fand es schon ein bisschen merkwürdig, dass man sich da so spät positioniert hat. Jetzt muss man natürlich sagen, das Ganze steht ja im großen Kontext der Lockerungen insgesamt. Und da wird man sicherlich sagen müssen, wollten wir ja 14 Tage abwarten und die Lockerungen immer so Step-by-Step machen. Und das ist, soweit ich es verstehe, aus der ganz großen Sicht, wie geht man weiter vor, natürlich vernünftig. Ja, aber man hätte, finde ich, bei diesem Thema Prüfung das sicher vorher ausklammern müssen. Aber das ist leider immer so, die Leute, die das entscheiden, deren Prüfungen liegen lange zurück, die können sich in so eine Situation schlichtweg gar nicht mehr hineinversetzen. So, jetzt finden die Prüfungen statt. Was bedeutet das jetzt für die Abiturienten? Zunächst einmal, sie müssen dahin gehen. Wenn sie selbst gefährdet sind oder krank sind, dann müssen Sie sich ein ärztliches Attest im Vorhinein besorgen und sich quasi von der Prüfung befreien lassen. Es reicht nicht aus, dass man sagt, ich habe generell Angst, ich halte diese Lockerungsmaßnahmen im Moment für verfrüht und auch für überzogen. Ich persönlich bin da sogar auf Ihrer Seite tendenziell. Ich finde auch, wir gehen da sehr mutig im Moment vor. Aber ich sage mir grundsätzlich, naja, ich vertraue da auf die Virologen. Ja. Dass man dann aber im Einzelfall wirklich mit Leuten längere Zeit in einem Raum eingesperrt ist, mit lauter Flächen, auf denen man auch arbeitet, das entspricht meinem Verständnis nicht von dem, was ich da so höre, was sinnvoll ist und was nicht. Man kann da jetzt allenfalls sagen, dass es ja meistens dann doch jüngere Menschen sind und dass die Gefährdungslage hier bei den 18, 17, 16 bis 20-Jährigen, wie auch immer, in dieser Altersgruppe wohl nicht so groß ist. Ja, das würde man vielleicht noch sagen können. Aber der eine oder andere hat ja seinen Risikopatienten zu Hause, Mama oder Papa oder Geschwisterkinder. Ja, dann ist das natürlich schon ein größeres Problem. Sie müssen dann auch mit dem Arzt reden und auch dort versuchen, das über einen Attest zu lösen. Ich kann die Praxis da im Moment, aber ich kann da nichts zu sagen. Ich weiß nicht, wie das läuft, ob Sie das bekommen. Ja, aus meiner Sicht müsste es attestiert werden. Sie müssten von der Prüfung befreit werden, wenn Sie Gefahr laufen, dann später jemand anzustecken, denn dass das Risiko erhöht ist, ist klar. Und wenn jetzt zu Hause ein Elternteil sich da verbarrikadiert hat und sie mit verbarrikadieren wollte und das jetzt nicht geht, der Haushalt auch nicht für 14 Tage anders organisiert werden kann, dann müsste man eigentlich sie von der Prüfung befreien. Wie da die Praxis ist, weiß ich nicht. Im Zweifel Anträge stellen und dann im Notfall hinterher versuchen, daraus Honig zu saugen, wenn die Anträge nicht bewilligt werden. Das gilt übrigens auch, wenn Sie jetzt bei der Durchführung der Prüfung merken, hier wird gegen Auflagen, gegen Handlungsempfehlungen verstoßen. Sie kommen dahin und Sie können jetzt nicht sagen, ich mache jetzt einfach die Prüfung und wenn mir hinterher die Note nicht gefällt, dann gehe ich mal dagegen vor. Da müssen Sie vorher schon was tun. Ich empfehle, soweit es verantwortbar machbar ist, die Prüfung auf jeden Fall zu schreiben.
Aber sobald ein aus Ihrer Sicht Hindernis oder eine Erschwerung auftritt, sollte man das melden, zu Protokoll geben und sicherheitshalber auch nochmal hinterher direkt eine Mail hinterher schreiben und das nochmal schildern. Haben Sie ein Handy noch zur Hand? Hat man Ihnen das gerade noch nicht abgenommen? Ist das oder ist das sogar zulässig? Dann auf jeden Fall auch nochmal Fotos machen und mit Mitprüflingen sprechen, spätestens direkt hinterher und da die Beweislage sichern. Ja, ich habe das selber übrigens, kleine Anekdote, bei meinem zweiten Staatsexamensprüfung erlebt. Wir hatten völlig überraschend und nicht vorhersehbar ganz große Probleme, morgens pünktlich zu den Klausuren zu kommen von Berlin. Ich habe die in Frankfurt-Oder geschrieben, zweite Staatsexamen von Berlin nach Frankfurt-Oder. Und im Zug, es wurde gebaut und jeden Morgen war eine andere Katastrophe. Einmal fuhr der Zug sogar plötzlich rückwärts. Habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt, aber im Staatsexamen, ja. Und wir kamen immer anderen, die Berliner haben dann morgens dem Prüfungsleiter das sofort gesagt, wir kamen viel zu spät, obwohl wir schon eine Stunde früher losgefahren waren, haben das gemeldet und da wurde auch die Stimmung von Tag zu Tag schlechter, weil und am Ende hat man uns gesagt, also wenn er jetzt nochmal zu spät kommt, könnt er nicht nachschreiben, ja, da kriegt er keine Verlängerung mehr. Das war ein großer Druck. Ich kann das deswegen auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube auch sagen zu können, das hat sich nicht gut auf meine Prüfungsleistung ausgewirkt. Ich war zwar Jura und da ist man als Jurist ja immer, muss man ja sowas eigentlich wissen, aber ich habe ganz bewusst keinerlei Maßnahmen dagegen ergriffen, denn ich wollte mich voll und ganz auf meine Prüfung konzentrieren und ich hätte das nicht mal, wenn die uns die Nachschreibezeit nicht gegeben hätten. Ich hätte einfach meine Zeit genommen und hätte in der Zeit das bestmögliche Ergebnis, ja, versucht zu kriegen. Natürlich hat sich das negativ ausgewirkt. Und die Frage ist nur, worauf man sich konzentriert. Wenn ich jetzt hier so Tipps gebe und sage, protokollieren und ansagen und so weiter, dann hat das immer einen großen Nachteil. Juristisch ist das erforderlich. Es ist aber natürlich führt mich noch weiter von der Konzentration weg. Das muss jeder für sich dann überlegen, ja, ob er so solche Tipps umsetzt. Das sind wir hier im Kanal ja gewöhnt in den Dauerschuldverhältnissen mit Arbeitgebern und Mietern, mit denen ich sonst ja hier zu den Themen nehme ich ja so allgemein immer Stellung. Da geht es ja immer darum, dass natürlich, wenn man etwas tut, wenn man sich wehrt, dass die Stimmung immer verschlechtert wird und dadurch neue Probleme auftauchen können. Ja, diese große Abwägung muss jeder natürlich immer für sich vornehmen. Hier in diesem Fall bedeutet das, alle Hindernisse zu Protokoll geben, zwar sofort, auf jeden Fall melden und dann, wenn man dann hinterher merkt, da hat man nicht genug gemeldet oder man hat es vergessen und man wollte sich da konzentrieren, dann zumindest sofort danach eine Nachricht schreiben, eine Mail schreiben, vielleicht von mehreren Leuten mit den anderen Prüflingen reden, von denen auch entsprechende Mails oder sich dann auch von denen das nochmal bestätigen lassen. Also melden, melden, melden. Weil es sonst hinterher sehr schwer wird, wenn man später dagegen doch vorgehen will, irgendetwas argumentativ hinzubekommen vor Gericht, wenn man diese Mängel nicht gemeldet hat. Es sieht dann immer so ein bisschen so aus, naja, jetzt hat ihm die Note nicht gefallen und jetzt guckt er, wie er sich da aus der Affäre ziehen kann. Es gab auch ein paar unschöne Kommentare von Lehrern, die will ich jetzt nicht meinerseits kommentieren, aber ich glaube, der eine oder andere dem würde das ganz gut tun, wenn er hier nicht von Drückebergern redet, sondern wenn er sich mal überlegt, wie es ihm in seiner Zeit ging. Es ist ja eine allgemeine große Belastung bei vielen auch zu Hause aufgrund der Ausgehbeschränkung und der Unklarheit der vergangenen Wochen, ob die Prüfungen überhaupt stattfinden. Und das ist schwer, sich so in dieser Phase optimal vorzubereiten. Für die Abiturienten und die Eltern hätte ich den Trost immer aus meiner Erfahrung in meinem Leben. Kam es jemals auf Noten an in meinem Leben? Nein, niemals. Es kam aufs Bestehen an. Also ich hätte natürlich bestimmte Dinge nicht machen können, wenn ich meine Prüfung nicht bestanden hätte. Und es war manchmal ganz angenehm, wenn eine Prüfung nicht zustande kam. Da gibt es ein großes Geheimnis in meinem Leben, ja, wo meine Prüfung nicht zustande kam. Und ich hatte dann trotzdem bestanden. Und es war nicht mein juristisches Staatsexamen, nicht, dass hier einer jetzt hier ankommt, ja. Es gab mal so etwas. Das war natürlich ein gutes Gefühl. Man musste sich dem nicht unterziehen. Aber grundsätzlich ist eine Prüfung immer eine Herausforderung. Herausforderungen sind immer gut.
Wenn sie nicht meistert, dann bedeuten sie eine schwerwiegende Erfahrung, auf die man vielleicht gerne verzichtet hätte und je nach Einstellung vielleicht auch lebenslang die lieber nicht gehabt hätte. Aber ich kann es für mich so sagen, da ich zum Glück auch immer alle Prüfungen bestanden habe, lüge ich jetzt gerade, überlege gerade, habe ich irgendeine Prüfung mal nicht bestanden? Kann mich jetzt nicht erinnern. Ja, also ich habe die Prüfung immer bestanden, insofern war ich natürlich da ein bisschen auf der Sonnenseite, aber trotzdem waren es für mich immer Herausforderungen. Ich habe es mir manchmal auch sehr schwer gemacht. Ich war nervös, in vielen Phasen auch nervös. Meine besten Prüfungen, dazu zählt zum Beispiel mein erstes schriftliches Staatsexamen, die waren immer die, wo ich cool und locker reingegangen bin, gut vorbereitet, mit Sport vorher immer schön mein Standardprogramm gemacht hatte und wo mir die Prüfung Spaß gemacht hat. Also ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Leute, die ich kenne, die gesagt haben, ja, die Prüfungsvorbereitung und auch die Prüfung selbst im ersten Staatsexamen, diese 8 Klausuren, die das waren in 2 Wochen, das gehört schon zu den schönen Zeiten meines Lebens. Will jetzt nicht sagen, die schönsten Zeiten, dafür mache ich zu gern Urlaub, ja. Und dafür macht mir auch jetzt im Moment meine Arbeit so sehr Spaß. Aber das war schon eine verdammt schöne Zeit und die hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dementsprechend war auch das Ergebnis für mich optimal. Also ich fand fast, es war für mich zu gut. Ich habe mich gar nicht so eingeschätzt. Ich hätte gedacht, ich bin eigentlich aufgrund meiner teilweise beschränkten Denkleistung, zu denen ich fähig bin, war ich fast ein bisschen, fand ich überbewertet. Ja, aber schadet auch nichts. Umgekehrt gab es Prüfungen, wie eben zum Beispiel das zweite Staatsexamen, wo ich nicht so glücklich mit war, weil da eben die Umstände sehr schlecht waren und ich auch in dieser Phase keine Lust mehr auf Jura hatte, gebe ich auch ganz offen zu. Und dachte, das erste Staatsexamen war so gut, von daher ist das zweite jetzt noch großartig anstrengend. Ja, also da gab es so ein paar Umstände und trotzdem muss ich sagen, hat mir das geschadet. Ich hatte nie die Idee, in irgendeinen Richterdienst zu gehen, für den ich jetzt Noten gebraucht hätte. Ich hatte auch nie die Idee, in eine Großkanzlei zu gehen, weil mir das einfach für andere Arbeiten war jetzt noch nie so mein Ding. Ja. Ich bin der geborene Selbstständige von Kind auf. Ja, ich mache die Sachen lieber für mich selbst und ich habe auch nichts dagegen, wenn andere für mich arbeiten, sehr gern. Ja. Aber selbst jetzt für andere Arbeiten war immer nicht so meine erste Überlegung, mich da irgendwelchen Weisungsrechten zu unterwerfen und auch diese Situation immer, dass man ja vielleicht von jemandem abhängig ist, den man für schlechter empfindet, der einem Ratschläge gibt, wo man sagt, naja, da weiß man eigentlich besser. Das war so eine Situation, die mir auch nicht so gefallen hat. Ja? Aber aus den Prüfungen, um jetzt nochmal das Thema abzurunden, aus allen meinen Prüfungen habe ich gelernt und bin gestärkt hervorgegangen. Und insofern jetzt abschließender Rat an alle, die jetzt Abitur machen. Augen zu und durch ist vielleicht der falsche Spruch. Augen auf, Ohren auf, ja, voll konzentrieren und dann abarbeiten. So würde ich das machen. Ja. Abarbeiten, störende Dinge melden, ja, aber auch ganz dann sofort abschalten. Alles, was ist nicht in Ordnung, Tische stehen zu dicht zusammen, okay, messen, fotografieren und so weiter. Melden und sagen, das ist nicht in Ordnung. Dann aber sofort wieder auf den Inhalt der Aufgaben konzentrieren, nicht so wie ich in diesem Video zu sehr abschweifen, ja, auf die Zeit konzentrieren und dann die Sache abarbeiten, abgeben und ein bisschen Sport und dann geht's in die nächste Prüfung. Danke für die Aufmerksamkeit, abonnieren Sie gerne den Kanal und tschüss, bis zum nächsten Mal.